Ja, hi und willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, wir sind hier in Score City vor dem Score Stadion und da müssen wir auch als nächstes hin, weil wir müssen langsam mal uns Deleon vorknöpfen. Ja, und der neue Champion der Galar-Region werden. Ja, und ja, wir haben heute diesen Part, werdet ihr wahrscheinlich nicht an diesem Tag sehen, aber wir haben heute Heiligabend, den 24.12. Und ja, wäre auch richtig toll, wenn wir am Heiligabend hier der neue Champion von Galar werden. Ne? Das wäre doch richtig schön, oder? Deswegen, ja, gucken wir mal. Aber ich habe so das Gefühl, irgendwas wird noch passieren. Weil wir haben noch nicht das legendäre Pokémon getroffen irgendwie. Und ja, ich habe so das Gefühl, irgendwas wird ja noch passieren. Wie zum Beispiel der Typ. Der steht natürlich direkt davor wieder. Ey. Daniro! Da wären wir im Score-Stadion, dem krassesten Stadion in Galar. Und hier wirst du die allerbesten Kämpfe hinlegen, die die Welt je gesehen hat. Warum sagst du das erst bei unserem zweiten Treffen? Los, melde dich an. Warum ist diese Cutscene erst jetzt gekommen? Hätte irgendwie voll mehr gepasst, weil wir zum ersten Mal hingegangen sind. Hey, hier ist das Score-Stadion. Ja, ich weiß, ich war schon hier. Ah, das ist doch Daniro. Ah. Ladies. Gib alles. Oh, der vertraut mir überhaupt nicht. Er wird wohl gewinnen. Ich. Gut. Alles klar, dann. Komm her. Hallo, Daniro. Wir haben dich schon erwartet. Da du beim Fob-Turnier erfolgreich warst, triffst du als nächstes mit 7 Arena-Leitern zum Finalturnier an. Was? Diesmal werden sie sich nicht zurückhalten. Was? Wenn du schaffst, das Turnier zu gewinnen, triffst du anschließend den Shen gegenüber. Möchtest du in Wartebereich betreten? Ja. Ich muss immer noch gegen Leute hier kämpfen. Alter. Ich muss gegen die ganzen Arena-Leiter noch mal kämpfen. Okay, das ist eigentlich irgendwie krass, aber trotzdem. Für die Kämpfe muss ich mich dann ja noch beweisen. Hallo, jetzt langsam glaube ich irgendwie so, die wollen gar nicht, hatten wir einen neuen Champ bekommen. So, hier ist übrigens mein Team für heute, ne? Gucken wir mal, so, wenn jetzt sowieso noch andere Pokémon kommen, dann kann ich ja Igni auswechseln. Ich habe mir jetzt schon so auf Deleon eingestellt, habe meinen Starter mit reingepackt, aber anscheinend dauert das noch ein bisschen. Also los, gucken wir mal. Ihr seid jetzt alle überraschenderweise stärker, nehme ich mal, ne? Mein Ziel gewinnen, würde ich sagen, und zwar gegen ganz ohne Dynamax. Mir geht es um die Ehre der Bewohner von Spikeford. Ich will, dass sie wieder lächeln können. Hallo, lange nicht gesehen. Unser Kampf bei der Arena Challenge war nichts weiter als ein Test. Hier wird alles anders sein. Schluss mit Weichspüler. Jetzt wird ernst gemacht. Okay, irgendwie krass. Ich werde das Finalturnier gewinnen und mir so das Recht der Kämpfe Deleon herausfordern. So kann ich mir bei Duraludon und meinen anderen Team Pokémon gegen Gebühren dabei danken. So. Ich treffe gleich im ersten Kampf auf Roy. Das nenne ich mal Pech. Aber ich gebe mich nicht so schnell geschlagen, selbst wenn er wieder mit dem Wetter spielt. Den Konkurrenz mache ich kurz Prozess, du wirst schon sehen. Meine Pokémon und ich werden beim Publikum einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Stell mich stets neuen Herausforderungen, damit ich als Pokémon-Trainer nicht irgendwann auf der Strecke bleibe. Wenn du immer zu versuchst, über dich selbst hinauszuwachsen, ermattet dein Glanz nie. Seltsam, mein Herz rast vor Aufregung, aber das ist sicher nur Vorfreude. Alles klar, das ist irgendwie interessant, weil das habe ich mich schon immer gewundert, weil wenn du irgendwie, weiß nicht, Pokémon Rot zum Beispiel, du, ist ja nicht so, als wird jeder Arena, jeder Pokémon Trainer irgendwie in Alabastia anfangen, ne, und irgendwie die gleiche Route ablaufen wie der Hauptcharakter, ne. Nehmen wir an, du bist in der Zinnoberinsel aufgewachsen oder so, ich setze mich mal hin. Dann wäre ja dein erster Arena-Leiter, Dingens hier, Pyro. Jetzt haben sie in diesen, wie heißt halt Pokémon Origins irgendwie gut umgesetzt, da, als der Hauptcharakter Rocco zum Beispiel bekämpft hat, hat der, so eine Art Pool von Pokémon, von dem er auswählen konnte und so gesagt, ja, du hast noch keinen Orden, ja, dann nehme ich eben diese Pokémon. Nicht, der passt sozusagen sein Team an, je nachdem wie viele Arena-Orden ja die Herausforderer haben. Also ja, irgendwie macht das Sinn, dass die ganzen Leute hier auf einmal kommen und weiß nicht, vielleicht stärkere Pokémon haben, keine Ahnung. So, genug geredet, gehen wir mal rein.
Ich frage mich, gegen wen wir mal kämpfen. Ihr Funktion, die beginnt bald. Möchtest du den Kampfplatz betreten? Es kann losgehen. Dings fehlt hier. Appella. Die alte Frau. Okay, dann gucken wir mal. Was oder wie beantreten jetzt? Was als nächstes passiert? Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Delion, euer Champ. Ich erlaube mir mal das Wort für den Liga-Präsidenten zu ergreifen. Natürlich wünsche ich mir, dass die Trainer der Galarigonen auf diesen Wettkampf wachsen, an diesem Wettkampf. Aber noch viel mehr will ich, dass der allerbeste Trainer unter euch mir alles abverlangt. Also dann, genug geredet. Hiermit erkläre ich das Finalturnier offiziell für eröffnet. Das ist voll der riesige Ego-Trip, dieses Turnier, für den habe ich so das Gefühl. Halt! Ach. Wer ist das? Ich bin Betis. Erinnern Sie sich noch an mich? Genau, der Betis, der im Schmach und Schande disqualifiziert wurde. Betis, das ist der Typ, dem Liga-Präsident Rose persönlich eine Empfehlung geschrieben hatte. Ich habe noch eine Rechnung mit Daniro zu begleichen. Ich weiß, dass es gegen die Regeln ist, aber ich fordere hiermit, gegen ihn antreten zu dürfen. Ich verlange ein allerletztes Match. Und wenn ich verliere, schwöre ich, meine Karriere als Trainer für immer zu beenden. Was sagt man dazu, meine Damen und Herren? Der kürzlich disqualifizierte Challenger Betis hat sich unbefugt auf den Platz geschlichen. Meine Damen und Herren im Stadion und zu Hause, bitte gedulden Sie sich für einen Moment. Die Turnierveranstalter diskutieren hinter dem Kulissen bereits, wie sie fortfahren wollen. Glaub mir, ich weiß besser als jeder andere, wie irrsinnig diese Forderung ist. Aber ich halte das nicht länger aus. Ich kann nicht weiter tatenlos zusehen. Seit ich dir begegnet bin, geht mein ganzes Leben den Bach runter. Erst lässt Liga-Präsident Rosé mich eiskalt fallen. Dabei habe ich nur die Befehle seiner Assistenten Olivia befolgt und die Wunschsterne gesammelt. Und dann platzt diese verrückte alte Schachtel in mein Leben und textet mich voll früh bis spät mit Feen-Pokémon zu. Hast du eine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich nur noch von Pink umgeben ist? Wenn alle nur in Quizform kommunizieren und man täglich mit Feen-Pokémon kämpfen muss? Jetzt stehe ich hier und erzähle den ganzen peinlichen Mist auch noch. Ausgerechnet dir. Was ist nur aus mir geworden? Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Der Champ hat die Forderung des Eindringlings tatsächlich stattgegeben. Er darf antreten. Das mag wohl lieber Weggrund gewesen sein. Es war sein berühmter Trainer, dass aus Galar irgendwann die Region mit den stärksten Trainern von allen werden soll? Und er witterte hier eine Gelegenheit, das Können von den Nero zu prüfen. Mein Stolz ist noch nicht gebrochen. Okay, dann kommen wir her. Ja, warum nicht? Arena-Leiter Betis, du bist der Arena-Leiter jetzt. Okay. Gut, warum nicht? Hier Feen ging ja um mich, das ist natürlich wieder super. Ey. Wir haben so viel durchgemacht. Für uns gibt es keine andere Option als den Sieg. Ja, alles klar. Stark, Feen, ne? Aber ich habe Feuerzahn. Na, komm mal her. Obwohl Bedroher. Verbrennen. Nein. Oh nein, das wird. Das war's mit Kuro. Ja. Oh Gott, er lebt noch. Ja, oh, deswegen. Oh, ich hasse sowas. Nee. Nee, so will ich nicht gewinnen. Ja, komm, mach den fertig. Nein, das fühlt sich irgendwie ercheatet an. So will ich nicht gewinnen. Ja, ich habe jetzt, ja, ich habe den jetzt absichtlich drauf gehen lassen. Besonderweise möchte ich nicht gewinnen, das ist mir ein bisschen zu doof. So, ja, Stahl, ich könnte Raptor einsetzen. Genau, ich habe keine speziellen Angreifer mehr. Das ist Kampf ist auch, aber dann ist ja Fee. So, ich habe übrigens zwei Unlicht-Pokémon, das ist jetzt nicht so gut, vor allem jetzt gegen den. Aber gut, dann kommen wir mit Schauflamm mal um Ecke. Da bist du ja schnell ausgezeichnet. Tschüss. Und ich kaputt. Danke.
So. Akko bekommt jetzt natürlich wieder keine Erfahrungspunkte. Gardevoir. Alles klar. Fee. Wirbler, genau. Ist auch für schwach. Zweiter Schaumflein. No, nein, du bist schneller. Würde ich eigentlich gerne paralysieren. Du warst wahrscheinlich Synchro und haust halt direkt wieder zurück, ne? Also lassen wir halt mal. Wunschtraum. Oh, sieht aber schön aus. Ja, du heilst dich im nächsten Zug. Das ist schon mal doof. Gut, versuchen wir mal Wirbler. Gott. Es wäre Kohle nicht schlecht, ne? Aber der ist ja schon weg. Oh Gott. Gut. So, wenn jetzt Wunschtraum kommt, dann wird das nicht viel bringen. Voll AP, ne? Galoppa. Jetzt sehen wir mal Galoppa. Bist du schneller als Galoppa? Ich habe irgendwie so meine Zweifel. Versuchen wir mal. Oh Gott. Autsch. Ich habe nicht so ein perfektes Team. Ah nee, warte, Psycho. Wow, ich habe nichts dagegen. Du bist Galoppa ist Fee und Psycho. Was soll ich denn dagegen machen? Kann irgendjemand das Ding one-shotten? Wenn wir Glück haben, könnte Big Tox das Ding one-shotten. Aber der Teil ist Psycho. Also das, ja, wenn der einmal Psychokinese einsetzt, dann war es das. Na ja, komm. Mach den kaputt. Das Ding ist schneller. Au. Ach Gott. Naja, ich hätte den noch nie im Leben. Okay, doch. Gut. Volltreffer, gut. Ach, Alter. Ich bin nicht für Feen-Pokémon gemacht. Du hast die Ruhe weg. Du glaubst wohl, du hättest schon gewonnen. Was? Ne. Silembrim, zwei hast du noch, ne? So, das Ding, das ist Psycho. Aber ich weiß, dass das Ding voll langsam ist, also. Aber du hast nur noch das. Okay. Ja. Ich weiß, Big Tox ist schneller. Deswegen machen wir den hier. Zeigen wir ihn ein pink Spektakel. Zeit für Geiger Dynamax. Silembrim. Das ist auch Geiger Dynamax. Okay, ein Riesenturm. So, das muss jetzt paralysiert werden, leider. Und ich will irgendwie bringt es das ja nicht so. Ist nicht so, als wäre Ding irgendwie schneller in der Form, oder? Boah. So, eine ganz dämliche Idee. Komm, lass mal machen. Ja, zwei Level unter dir, aber ich bin nicht paralysiert. Das ist doch Robert, ne? Nein, Psycho füllt ein Nebelfeld. So, das ist aber neutral. Da, boom. Kampf der Riesen, Feen, Hexen, Psycho, Pokémon, Magikasam, Busch. Wie sieht Geiger Dynamax Form nicht so sonderlich anders aus, finde ich. Also ich ein bisschen mehr verändern können, finde ich jetzt hier. So, gut.
Du wirst mich aber nicht one-shotten mit einem Angriff. Deiner Brand, was? Feuer? Ja. Sonnenlicht wird stärker. Mal deiner Zauber nochmal. Magikasam. Was war? Das Ding lebt noch nicht. Die Krise. Nein, ich krieg Magikasam nicht hochgelevelt. Ich krieg die einfach nicht hochgelevelt. Die verreckt in jedem Kampf. So. Herr von Lauch. Sie haben gerufen, meine Herr. So, das Ding ist neben dem schneller. Vor allem nicht mit Paralyse. Also, ja. Das Ding hat nur noch ein KP, ey. Diese paar P, jetzt mal ganz ehrlich, ey. Abschlag. Das ist so blöd. Oh, Top Genesung. Dreck. Nein. Abschlag, ja. Vor allem wird jetzt echt knapp. Volltreffer, oh, der kam wie gerufen gerade. Haltet aus! Ja, nee. So, jetzt fängt's an, Little Man. Ja, du bist auf jeden Fall schneller als der Teil. Gott. So. Ja. Gott, was ist das? Oh Gott. Das Ding ist so langsam runtergegangen. Oh Gott, das war knapp. Wette, es wurde besiegt. Aus und vorbei. Aber immer noch konnte ich allen die Vorzüge vom Fee-Pokémon zeigen. Ich dachte, du kannst das nicht leiden. Ich habe verloren. Die Entscheidung ist gefallen. Daniel und sein überragendes Team haben Bettis in die Knie gezwungen. Hey, Bettis, gut gekämpft. Wir wollen ein Comeback als Trainer. Gib nicht auf. Ein Comeback? Soll das ein Witz sein? Ich habe verloren. Damit habe ich meine Revanche in den Sand gesetzt. Eigentlich wollte ich meine Karriere als Trainer jetzt für einen vor allem mal an den Nagel hängen, um dieser alten Schachtel zu entkommen. Jetzt wollen plötzlich alle, dass ich Trainer bleibe. Das ist alles deine Schuld. Wegen dir bin ich jetzt verdammt für immer in der Arena der Feenarena, Arenaleiter der Feenarena zu bleiben. Naja, wenigstens sollte es nicht allzu lange dauern, bis ich Papella übertroffen habe. Ich bin dem meinen ein Naturtalent. Hören Sie erst, meine Damen und Herren. Das ganze Stadion jubelt den beiden jungen Trainern zu. Was für eine Atmosphäre. Doch jetzt zieht sich Daniro für eine Kurzpause in den Wartebereich zurück, um sein Team nach diesem unerwarteten Kampf wieder aufzupäppeln. Ja. Oh Gott. Der Auftritt von Batiste war sicher eine große Überraschung für dich. Wenn du bereit bist, dann gib dich wieder zurück in den Kampfplatz. Das Finaltour geht jetzt wirklich los. So, alle sind sie weg. So, niemand hat gelevelt oder so, ne? Also, ja, kann man Team beibehalten. Und dann machen wir direkt weiter. Jetzt wieder ein Kampf kommt, dann ja, schaffen wir auch noch in dem Part. Erst jetzt fängt erst die erste Runde an. Kann ich wahrscheinlich gegen irgendeine Arena leite, ja, ne? Pass auf. Und da sind wir wieder mit dem lang ersehnten Startschuss für das Finalturnier des Champ Cups. Im Eröffnungskampf der ersten Runde treffen die folgenden zwei Trainer aufeinander. Daneo, der berühmte junge Hoffnungsträger des Champs. Und Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Sie ist sehr viel stärker geworden, seit wir im Stadion von Kilden gekämpft haben. Dielon ist eben nicht nur ein Champ, weil er ein toller Trainer ist, sondern auch weil er ein gutes Auge für das Potenzial anderer hat. Aber du bist nicht der Champ und wirst den Titel heute auch nicht mit nach Hause nehmen. Ich werde diesen Kampf nämlich gewinnen und danach stoße ich Dielon vom Thron. Ich weiß, dass man dich nicht unterschätzen darf, deshalb werde ich auch mit Dynamax kämpfen. Mein Team wird ordentlich Wellen schlagen und dich bis ans Ende der Welt spülen. Dann wollen wir noch mal sehen gegen Wasser-Pokémon. Ich hoffe, du hast nur Wasser-Pokémon. Habe ich eigentlich gar nichts. Ich habe nur Little Mary.
Oh, andere Musik. Tektas. Kommen die alle mit den voll krassen Pokémon, pass auf. Und natürlich, ich merke gerade, das ist nicht gut. Daniel wird enttäuscht sein, aber ich werde dich und dein Team wegspülen. Das ist, glaube ich, Wasserkäfer, ne? Allein weil du schon Käfer bist, muss ich hier auswechseln. So, Gefühl. So, Wasserkäfer. Ja. Ich glaube, so machen wir das, ne? Dieses C da links neben, das sieht irgendwie aus wie ein Capsule Corporation Zeichen von Dragon Ball. Auf der linken Seite. Da will ich mir nur ein. So. Sollen die gegnerische Pokémon schaden. Aber nicht paralysieren können, ne? Alles noch mal höher. Spezialangriff oder Angriff? Spezialangriff. So, also sollte man links einsetzen, ne? So, ich hoffe wirklich, geht kaputt. So, ich glaube, du musst auch gar nicht kaputt gehen, weil er hat diesen Notausweg-Fähigkeit, ne? Jetzt wäre es, wenn ich den jetzt nicht kaputt gehauen hätte, der wäre ausgewechselt, dann wäre Schwertanz wieder weg gewesen. Also ja, wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Was für ein Ding? Ach so, du, okay. Alles klar. Machen wir noch mal Overdrive. Oh, du bist schneller. Was? Was war das? Boden? Oh. Die Kämpfe sind ja ganz schön schwierig hier. Also war Magikasam. Magikasam. Ja. Ja, Psychokinese, komm. Aqua Durchstoß, ja, komm, da hält es aus. Oder? Oh. Ja, so viel dazu. So, hau den weg. Bitte setzt Top-Genesung oder irgendwie sowas ein. Nein. Oh. Hey, mach mich voll fertig, den Trainer, ja. So. Gut, setz mal Typenvorteil, würde ich sagen. Oh Gott, der noch 4 Pokémon, 3 Pokémon danach. Ah nein, Schlagbau, ich hab's vergessen. Gott. Und das Ding weg, ey. Muss ja gleich echt trinken oder so einsetzen, habe ich so Gefühl. Gold King, Gold King, Gold King. Okay, so du. Hier, du überlebst das Ding. Hier, du bist schneller. Okay, hau das Ding weg. Das gibt's jetzt nicht. Sei paralysiert. Sei paralysiert. No. Okay. Ich habe eine Idee. Herr von Lauch. Sie müssen hier ein bisschen Arbeit reinbringen, habe ich so ein Gefühl. So, bitte sei für eine Runde lang paralysiert. Herr von Lauch muss sein Schwert schleifen. Boah. Wasserring. Alles klar, gut. Das ist perfekt. So, und jetzt. Herr von Lauch, hauen Sie alles weg, was ihnen in den Weg kommt. Sagt, wir setzen mal Zornklinge ein. Mit den auf jeden Fall schon mal kaputt hauen. Falls du irgendwie was, weiß ich nicht, so unnicht Pokémon um die Ecke kommst.
Dann haben wir noch einen stärkeren Angriff hier gleich. Songklinge mäßig. Philippa. Das ist natürlich wieder genau das, was ich jetzt nicht brauche. Ey. All die Vorbereitungen, ne? So, ich will hat ja danach noch. Noch zwei, ne? Nee, noch eins, gut. Super. Na. Ja komm, Schwertanz. Rückenwind, ehrlich. Du bist schneller. So, komm. Na. Ah. Das Ding weg. Ruheort. Warte mal, dadurch verlierst du, aber bringt jetzt nichts. Durch Ruheort verliert man, glaube ich, den Flugtyp, ne? Wäre nicht schlecht gewesen. Das war ein Volltreffer. Stimmt ja, er hat ja einen Lauch. So, komm. Ruheort, ja, das wird dir nicht viel bringen. Bis dahin wird Regen und so weit alles weg sein. Das ist eigentlich nicht schlecht. So. Dann willst du mich auf den Arm nehmen. Mach auf damit. So, Mann, Volltreffer, hol das Ding weg. Oh. So, jetzt setzt sie wieder Rücken mit ein. So, Hauptsache der Regen ist weg bis zum nächsten Pokémon. Ich hab so gehört, wird dann ein bisschen nervig, ne? Volltreffer. So, ich habe so gehört, ich weiß, was das nächste Pokémon ist. Die hat nicht schon vorher. So, perfekt, Regen ist weg. Ein Pokémon habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss. Kamalm, ja, ich wusste es. So, dich hauen wir aber weg. Pass auf. Ich werde dir zuvor kommen. Hier, deiner Faust. Mit Schwertanz und so. Verwandeln wir das Stadion in ein Meer. Geiger, dann mehre dich. Kamalm. Alles klar. War das schon so gesehen? Weiß ich gar nicht. Egal. Warte mal, was ich jetzt mache. Zoom. Ich mache auch mein Pokémon größer. So, pass auf. Du wirst neben dem schneller sein als mein Herr von Lauch. So, One Shot, komm. Volltreffer mit Schwertanz und all sowas. Das wird schon. Oh, hier ein Geschenk von uns. Nimm das. Ist schneller, ehrlich? Giga Geröll. Ja. Oh Gott. Das sieht irgendwie nicht aus wie. Was? Tarnsteine. Nimm das. Jawohl. Oh. Das ist sehr effektiv. Das ist nicht das viel schneller war als. Oh. So. Das ist gerade mal doch mal gut ausgegangen, finde ich. Yay. Da. Ich weiß jetzt nicht, du hast uns den Wind aus den Seelen genommen und den Sieg davon getragen. Ja, habe ich. Danilo hat gewonnen. Er hat es schon wieder geschafft. Er hat Kate bezwungen, genau wie bei der Arena Challenge. Ja, drück's noch ein, ne? Mein Partner hat mit Dynamax ordentlich Wellen geschlagen, aber es hat nichts genützt. Die Woge haben sich geglättet und du stehst noch immer fest wie ein Fels in der Brandung. Da fällt mir wieder ein, wie begeistert Sania vor einiger Zeit von dem Talent erzählt hätte. Vielleicht hätte ich dir damals besser zuhören sollen. Ihr damals. Spätestens jetzt sollten alle Leute in Gala völlig hin und weg von dir und deinem Pokémon sein. Genieß es. Lass dich von ihrer Begeisterung umspülen. Lass dich auf die Welle ihres Applauses zum Ziel tragen, bis du vor dem Champ stehst. Es folgt eine kurze Pause. Danach sehen wir uns zum zweiten Kampf der ersten Runde wieder. So, oh. Hier sind die Ergebnisse von Runde 1. Okay. Oh, als nächstes muss ich gegen Zyra, Ness, Roy. Da fehlt da nicht einer. Ein Arena-Leiter fehlt. Ja, okay. Ah, okay, ja. Okay, alles klar. Wegen Propeller.
Alles klar. Gut, sei da als nächstes. Weiß ich ja Bescheid. Danach wahrscheinlich Roy, ne? Nehme ich jetzt mal an. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge tun wir uns mal, vielleicht sollten wir uns teammäßig irgendwie auf einstellen, ne? Sie hat ja Kampf-Pokémon, ne? Also weiß ich ja schon mal hier, Magikasam. Da wäre zum Beispiel mal eine gute Idee, ne? Also ja, ich würde dann aber sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.